Tesla. Yeah, hit it lick, make a band. Yeah, that's what I'm all about. I ain't trust a middleman, had to cash it all out. Hey, gangsta, had to let the dogs out. Strapped in, blast off, yeah, I'm finna ball out. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur weiteren Folge Arkanoholics. Hier geht es heute wieder los und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positive Werte, Leute, das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, hey, das wäre doch viel lieber von euch, Leute, hey, 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 da klatsche ich doch gleich mal. So, vielen lieben Dank für den ganzen Support auf die Serie, letzte Folge, 460 oder 470 Likes oder irgendwie so, vielen lieben Dank dafür, fast wieder 5 Folgen geknackt, Leute, ihr seid echt heftig unterwegs, ich gebe mir sehr viel Mühe, dass ihr im Moment täglich ein Video kommt und ihr gebt euch anscheinend sehr viel Mühe beim Support, also vielen lieben Dank dafür. So, dann legen wir heute los. Ihr werdet euch erstmal wundern, warum sind hier drei rote Affen vor der Tür? Ich habe die in Kryo-Kapseln gepackt und habe die gecraftet. Eigentlich wollte ich das nicht machen, weil das ist ein bisschen cheaty. Aber ich dachte, für den Stream wäre es eine ganz lustige Sache. Da kann ich im Stream ein Ancient machen. Konnte ich aber nicht, weil mir diese Sacrifice Potions fehlten, um die opfern zu können. Also, umso besser für die Folge. Wir haben immer noch die drei Affen hier rumstehen und wir können jetzt diese Potion machen. Oh, hier steht Ragnar rum, hä? Ja, Schlaf halt, ist okay. Schlaf halt bestehen. Wer macht das halt nicht? Dafür brauchen wir nur noch Wassergläser, volle Wassergläser. Ich habe zwei leere dabei und ich glaube, eins ist hier noch drin, ja. Also, wir müssen nur noch eben schnell Wasser reinfüllen. Dann können wir diese Opfer-Potions machen. Da haben wir Herzen und dann können wir einen neuen Ancient machen. Das ist großartig, oder nicht? Das ist schon mal gute Vorbereitung für die Folge, würde ich sagen. Und dann gehen wir los und werden wahrscheinlich Prime Wilds killen. Man kennt es ja. Ich will unbedingt mehr Loot haben. Wir brauchen mehr Prime Kibble. Ich habe eine Nuke gebaut. Die kann man in der Mod bauen, das ist die hier unten. Die kann ich aber nicht verschießen und da steht, dass man den Blueprint für die Waffe nur bekommt von Apex. Also ich denke mal auch von Prime Wilds. Von daher, Prime Wilds sind weiter unser Ziel, Leute. Ich habe heute einen Prime Wild Golem angegriffen und das war ein kompletter Reinfall. Das habe ich mit einem Bären gemacht, ganz kurz, aber der hat gar keinen Schaden bekommen. Aber ich habe mich schon wieder verirrt, ich wusste nicht mehr, wo ich lang will. Von daher, Golems sind erstmal nicht unser erstes Ziel. Ich würde gerne gegen Golem kämpfen, aber anscheinend sind wir dafür noch nicht gemacht, so. Sacrifice-Elixiere sind da. Wir können die Affen opfern. Ich werde aber danach keine neuen craften, okay, Leute? Nicht, wir wollen weiter eigentlich Pygmies durchentwickeln, weil das einfach der offizielle Weg ist. Aber ich dachte, so einmal zum Spaß kann man das machen. Und jetzt benutzen wir die halt für die Folge. Zack! Und dann haben wir unsere Herzen und dann gucken wir mal, welchen Ancient wir gleich bekommen. So, den Golem hier nehmen wir jetzt noch mit. Den habe ich gerade auf dem Weg zu diesem Schrein gefunden. Von daher dachte ich, nehmen wir den jetzt mal eben fix mit und gucken, was wir von dem diesmal Schönes bekommen. Vielleicht sollte ich mich... Aua, bewegen! Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte ich mich mal eben bewegen. Oder ist denn noch einer? Was ist denn der Drache jetzt? Wäre ein Drachen-Akro dann? War ich zu nah an dem Nest? Oh, vielleicht war ich zu nah an dem Nest. Okay, ja, das kann sehr gut sein. So, wie die mich gerade alle jagen. Kann ich mal bitte meinen coolen Angriff wiederbekommen, dass ich euch alle auf einmal wegwinden kann? Ja, easy. Das hat besser geklappt als erwartet. Wow. So, Golem, wir kommen jetzt zurück. Und da ist noch ein Golem, den würde ich auch fast ganz gerne klatschen. Weil von denen kriegt man ab und zu Lavasteine. Und die brauche ich auch irgendwie für eine Griffin-Entwicklung. Das ist der falsche Golem, das ist der richtige. Oh, Junge, wie die ganzen Wyvern aus dem Himmel fallen. Was zum Teufel, das sieht so lustig aus. Aber mit dem Griffin ist das alles gar nicht so einfach. Ich hoffe, dass wir gleich kein Ancient Griffin bekommen und kein Ancient Schwein bekommen und kein Ancient Direbären bekommen. Das wäre so mein Ziel, das wäre ganz schön. Aber ich weiß halt nicht, ob wir uns das erfüllen können. Oh, er wirft gerade einen Stall und ich kann mich nicht bewegen, weil ich diesen scheiß Angriff mache. Okay, da, hier, da. Der ist schon mal weg. Wir haben einen Lavastein bekommen. Sehr gut. Dann nehmen wir den ja auch noch fix mit. Oh, hier ist gerade irgendwie so ein Windsturm oder so. Hey, Golem. Die machen so viel Schaden. Ne? Das, diesmal war ich aus. Ja, ja, ja. Diesmal erwischt mich nicht so easy, Kollege. 40 Schaden mache ich halt noch. Der Blutungsschaden ist mehr als der normale Schaden. Guck dir das an. Ich mache halt kaum Schaden. Windangriff, da. Oh nein, der wirft genau wieder einen Stein in dem Moment. Nein! Oh, jetzt fresse ich den Stein wieder. Oh, ich bin auch ein Profi. So, der müsste tot sein, ja. Was kriegen wir von dir Schönes? So, hast du was Schönes für uns? Irgendwie haben die kein Inventar und dann baue ich die ab und dann liegt da ab und zu eine Tasche. Ich verstehe irgendwie das nicht so ganz, warum das so ist. Aber ja, guck, da ist eine Tasche. Lavastein, nächster. Ich glaube, wir brauchen 10 Stück, um unser Griffin zu entwickeln. Vielleicht schaffen wir das auch noch irgendwann. So, jetzt geht's weiter zum Schrein. So, liebe Leute, wünscht mir Glück, dass es keiner von den drei ist, die wir schon haben, okay? Weil der Bär, den haben wir schon, der ist schon recht stark, das stimmt schon, aber wir brauchen davon keinen zweiten, weil wir können eh nur einen benutzen. Und der Griffin ist nicht so stark und das Schwein, ja. Das Schwein, Rippschwein. So, go. Mantis! Mantis ist cool. Mantis ist richtig cool. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich Element auf dem letzten Slot habe... Das hat einen Sinn, nämlich will ich gleich ein Ferox-Team gehen. Ich will unbedingt ein Ferox haben. Ich habe schon gehört, das soll relativ schwer sein. Aber wir werden es trotzdem versuchen, auf jeden Fall. Wir versuchen alles in der Mod, auch wenn es schief geht. So, muss ich noch irgendwas retten? Wahrscheinlich muss ich noch viel mehr Sachen retten, aber... Obwohl... Den Rest kannst du behalten, Bruder. Komm,
Ich gönn dir. So, los, Mantis. Mantis ist ja aber so cool eigentlich. So. Die sieht aus wie so eine Prime Mantis von Eternal. Kannst du irgendwas super cooles? Hoffentlich beschwört die Minions, bitte. Leute, wünscht mir Glück. So, C-Angriff. Mantis Minions, okay, X. Dafür braucht er einen Sattel für den X-Angriff. Okay, das ist bitter. Das ist ein bisschen bitter. Die Mantis machen auch nicht so super, super viel Schaden. Aber vielleicht macht ja der Hauptmantis Schaden. Das ist gerade ein bisschen nervig, dass dieser komische Sturm gerade ist. Ey, ich spring mir doch nicht im Weg. Leute, geh mir aus dem Weg. Ich muss eben angreifen hier. Vielleicht kann ich dem Schwert oder sowas dran machen und dann wird er stärker. Das könnte auch sein. Obwohl, so schlecht ist der Schaden echt nicht. Der ist echt nicht so kacke. Okay, Leute, wir haben ein kleines unerwartetes Problem. Ich bin erstmal kurz nach Hause teleportiert, weil ich den hier leveln wollte. Und wir haben eine Prime Wyvern Wild direkt über der Base. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ich weiß noch nicht, wie wir das lösen. Wir könnten hoffen, dass wir eine Wyvern oder sowas mit unserem Bären bekommen und damit den auseinandernehmen. Die ist gerade ziemlich weit nach hinten geflogen, aber ich wette, die kommt wieder. Von daher, ich will die auf jeden Fall weg haben. Und wir haben sowieso noch nie eine Wyvern besiegt. Von daher wäre das ja schon so ein kleiner Fortschritt für uns. Ich weiß nur nicht, wie ich es mache. Ich weiß es wirklich nicht. Der Manticore ist unten. Wo ist mein Diabär da? Wir können hoffen, dass wir eine Biene oder eine Wyvern bekommen. Und dann fliegen die halt nach oben und verprügeln die vielleicht, möglicherweise. Die ist schon echt stark. Wir haben mal gegen eine kurz gekämpft mit unserem Manticore und das war nicht unsere beste Idee. Also... Wann kann dieser Sturm mal irgendwann aufhören? Ich kann ihn kaum sehen. Ich kann ihn nur wegen meinem Spyglass sehen. So, was ist es? Duidikus, der kommt niemals da oben hin. Das war schon mal ein Reinfall. Neuer Versuch. Übrigens haben alle gesagt, ich soll mal versuchen, den einzupacken. Ich kann ihn tatsächlich einpacken. Ich weiß noch nicht, wenn ich den auspacke. Wir müssen das gleich mal testen. Wir testen das gleich so. Vielleicht jetzt ein Duidikus? Ha! Cool. Da freue ich mich aber. Den wollte ich ja schon die ganze Zeit nicht haben. So, neuer Versuch. Oh, da ist der Duidikus unten drin. Diabär, wieder hin da. 100% despawn, die, wenn ich die rauswerfe. Da muss die. Oh, die Wyvern, die fliegt auch noch so hoch. Ja, ich mach weiter, bis ich eine Wyvern ab oder sowas. Oder eine Biene oder. Ein Mantis. Hey, wir haben eine Biene bekommen. Und jetzt ist die Wyvern schon in Lampukis da. Und guck mal, jetzt ist die so weit weg. Biene, kannst du die vielleicht auch angreifen? Das wäre ganz cool. Biene, Angriff. Komm schon. Ist die Biene überhaupt noch hinter mir? Ja, ist sie. Okay. Biene, Angriff. Ich will dich angreifen sehen. Bitte tu es. Ich pfeife die schon die ganze Zeit drauf eigentlich. Naja, vielleicht ist das auch zu weit weg. Ewig ist das alles nicht so gut wie geplant. Aber jetzt ist die so weit von der Base weg, dass ich eigentlich gar nicht mehr so richtig Angst haben muss. Biene, willst du trotzdem nochmal angreifen? Wäre ganz cool. Tu es. Angriff. Nicht den Diplo. Nein. Warum den? Die Wyvern. Die da. Ihr seid so verwirrt. Was soll ich mit euch nur machen, Leute? Oh, eine geht drauf. Ey, das klappt ja. Ja, geht so. Okay, die Bienen waren nicht das Beste, was wir hatten. Oh, wow. Ist die schnell, ey. Können wir nochmal schnell einen neuen machen? Übrigens kann man Steuerung drücken bei der Waffe und ich vergesse das immer. Dann kann ich die direkt wieder auswählen und kann die direkt wieder auswerfen. Aber ich war ein bisschen zu blöd, das die ganze Zeit zu machen. Kriegen wir vielleicht nochmal eine Wyvern? Das wäre so cool. Ah, Duidikus, fast eine Wyvern. So, jetzt werfen wir mal die anderen raus, weil ich will sehen, was passiert mit Prime Wilds, die man einfängt. Die despawnen 100%, oder? Erzähl mir nicht, die despawnen nicht. Oh, das ist ein Manticore. Hey, Alfred, ich wollte dich gar nicht rauswerfen. Komm wieder zurück. Sag mir nicht, die despawnen nicht. Sag mir nicht, die despawnen nicht. Das wäre der dümmste Bug-Abuse, den ich jemals in einem Spiel benutzt hätte. Das darf nicht sein. Ey Leute, greift mal an. Ist da irgendein richtig wichtiger von uns zwischen denen? Das sind alles nur Minions, oder? Go, go, go! Ich glaube, einer ist despawned. Ja. Da war noch irgendwas anderes zwischen. Aber trotzdem ganz cool? Vielleicht kann man damit so eine riesen Prime-Wild-Armee machen und die irgendwo heftig draufschicken? Ja, jetzt despawnen die alle. Guck, ja, jetzt sind sie alle weg. Okay, aber getestet haben wir es. Okay, Leute, er ist ausgelevelt. Ich habe echt viel Movement Speed geskillt, aber der ist irgendwie trotzdem gar nicht so schnell. Und ich habe dem Schwert gegeben und das Schwert hat 700 Damage. 700 Damage ist schon echt krass so. Und das ist maximal, was ich hier so machen kann. Komm jetzt, Wyvern. Please, no. Nee, tatsächlich nicht. Ich dachte, ich bin zu nah am Nest. Aber ja, wie ihr sehen könnt,
Ist der Schaden geht so gut? Wir müssen jetzt gleich mal den Restklick nochmal schnell abchecken. Einmal absteigen. So, ein Lava-Golem. Kann man nicht, machen wir nicht mit der Spitzhacke so an Golems ein bisschen mehr Schaden oder so? Das ist eine gute Idee, so ins 1 gegen 1 zu gehen, gegen so einen Lava-Golem ohne zu fliegen. Weil irgendwie finde ich die Idee gerade ganz schön verlockend. Golem auch Akku, ja, Golem auch Akku, ja, ist gut, Leute. Oh mein Gott. Kann ich die Stätze? Ich habe keine Ahnung. Nee, die treffen. Oh nein. No. Nein. Das war nicht geplant. Lass mich Ruhe. Oh mein Gott, ich hau dir so mit dem Schwert eine rüber. Das glaubst du gar nicht unter Wasser. Keine Chance. Das war nicht geplant. Kommen die alle wieder, wenn ich hochgehe? Ja, oh nein. Hier, friss mein Schwert! Ich würde mich fast rausporten wollen. Oh, das war nicht geplant. Oder kann ich die schnetzeln? Vielleicht mit meinen Mantis-Brudis, wenn ich an Land gehe. Warte. Wir machen mal einen Test. Vielleicht können wir die schnetzeln. Ich habe keinen Plan. Oh, das war ja uncool kurz. Das war ganz schön uncool. Hey Leute, hier bin ich. Hey, hier, C. Ja, ich habe irgendwie V gedrückt, warum auch immer. Los, Angriff! Helft mir! Jeder helfen! Wir schaffen das. Als Team schaffen wir alles. Okay. Ja, Sprung und so. Oh, Sprung. Der macht nur 1000 oder so. Ich habe keine Ahnung. Warum macht er so wenig? Vielleicht mache ich ohne Schwert sogar weniger Schaden. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gleich mal testen. Hier. Wir machen irgendwie 5000. Warte. Eben schnell das Schwert runter. Ich habe gar kein Schwert mehr. Ja, deshalb mache ich vielleicht weniger Schaden. Lass mich in Ruhe. Ihr habt hier keine Chance gegen mich. Irgendwie habe ich trotzdem noch Bock, dem Golem eine runterzuhauen. Von daher machen wir das jetzt auch. Der hat einen guten Seil drauf. Vielleicht. Ach, wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her? Muss das denn sein? Warum denn? Ich bin doch nicht mal in der Nähe von irgendeinem Nest oder so, oder bin ich? Vielleicht bin ich doch. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe kein Nest. Das ist nicht fair. Lass mich doch bitte in Ruhe. Ich will gegen den Golem kämpfen, nicht gegen euch. Ach, Mann. Ja, wenn die mich weiter so anbrennen, ist das, glaube ich. Die eine fliegt weg. Ich habe keinen Plan. So, YOLO. Was soll schon passieren, denke ich. Zur Not hauen wir einfach ab. Oh, wir machen gar keinen Damage. Oh, ich bin dem Stein aber gekonnt ausgewichen. Warum machen wir so wenig Schaden? Oh, der Rechtsklick macht richtig viel Schaden an dem. Oh, unser neuer Lava-Golem-Killer vielleicht? Hey, na, hab noch einen Golem gefunden. Wollt nur meine Theorie nochmal testen. Hey, na, Golem, komm mal her. Ich will mal einen Rechtsklick an dir austesten. Darf ich das kurz? Och, Mann. Hä, jetzt mache ich dir wieder wenig Schaden? Oh, und jetzt kommt die ganze Wyvern wieder. Warum denn? Was haben die denn gegen mich? Oh doch, hab grad 3000 an irgendwas gemacht, aber nicht an ihm, okay. Hä, wie hab ich dir gerade so viel Schaden gemacht einmal? Ich mach dem 7 Schaden. Warum mach ich dem 7 Schaden? Ja, danke. Oder meine Minions? Ich hab keinen Plan. Ich bin verwirrt. Ich fliege auch gerade irgendwie. Irgendwie ist alles buggy gerade. Was passiert hier gerade? Leute, kann mir das irgendjemand erklären? Ich bin hochgradig verwirrt. Lass mich gehen, bitte. Ich will jetzt auch nicht unbedingt absteigen neben dem Lava-Golem und irgendwie greifen meine Mantis-Brudis auch nicht an. Ja, ich habe das Spiel durchgespielt anscheinend. Wir müssen da jetzt so drauf hauen, bis wir raus können. Hä, da habe ich jetzt wieder 4000 gemacht. Du verwirrst mich, Mantis. Du verwirrst mich auf einer anderen Ebene. Also, wir lesen noch mal zusammen, Leute. Erstmal, man muss einen kleinen Ferox nehmen mit Element. Da steht hinter, Mega-King Kongs werden sauer. Ich weiß nicht, ob die direkt spawnen. Wenn die direkt spawnen, dann sind wir direkt tot. Weil Mega King Kongs haben mich schon immer direkt tot gemacht. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Dann muss man ein Prime Yeti Head haben. Hab ich. Ein Corruption Stone haben? Hab ich nicht. Weiß ich auch nicht, wo ich den herkriege. Und ein Prime Ferox Head. Den hab ich. Also im Prinzip brauchen wir nur noch diesen Corruption Stone. Und dann können wir unseren Ferox in den Prime Ferox entwickeln, glaube ich. So verstehe ich das zumindest. Und dann, wird der irgendwie stärker, wenn er noch einen Corruption Stone drin hat oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht mehr, wo man einen herbekommt. Ich hoffe, dass wir das irgendwie herausfinden noch. Aber erstmal, erster Schritt, Ferox. Das kriegen wir hin, hoffentlich. Ferox wurden gesichtet. Ich weiß noch nicht, ob das ein gutes Ding ist. Vor allem weiß ich nicht, ob das ein gutes Ding ist, dass gerade da irgendein Schaf ist und einfach alle Mammuts tötet mit einem Schlag. Und jetzt wahrscheinlich auch noch alle Ferox, weil der einfach absolut Rambo-Modus ist. Ah, alle Ferox tot. Super. Hä? Jetzt bin ich hier ganz umsonst hergelatscht, oder was? Ja, danke, Leute. Ich suche weiter.
Ganz theoretisch sollten hier irgendwo welche sein. Nämlich steht beim Transmitter 5933 und das ist genau hier irgendwo. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass hier Ferrox spawnen. Ich habe hier doch nie irgendwas spawnen sehen. Ich habe übrigens keine Metallpfeile dabei. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich mich zum Beispiel gegen sowas wehre. Was gerade mein Ferrox tötet? Warum? Nein, nein, lass ihn in Ruhe. Bitte geh Aggro auf mich, geh Aggro auf mich, geh Aggro auf mich. Ey, ey, ey. Ehrlich, ehrlich. Ey, lass ihn. Ha, ja, okay. Meine Waffe. Steuerung. Ancient Bear. Ancient Bear, da. Okay, da kann ich den. Okay, du bist. Ja, hilf mir. Danke. Ferrox, lebst du? Ich glaube, er lebt. Ich glaube, wir haben ihn gerettet. Nice. Ich musste wieder Metallpfeile craften. Tatsächlich habe ich, glaube ich, welche sogar. Und ich habe die aus Versehen in meine Storage-Boxen reingepackt und deshalb habe ich die eingelagert, als ich gegen das Ding gehauen habe. Ist er tot? Nein. Er lebt. Hey, ich wollte mit dir befreundet sein, Mr. Ferrox, Sir. Ist das okay? Ich habe hier Element für dich. Freust du dich? Elemente der Nähe eines Ferrox zum Zähmen verwenden. Ja, wie verwenden? Ach so, muss ich einfach drücken? Hier. Oh mein Gott, du bist so süß. Oh, du bist so süß. Oh, du bist nicht süß. Das habe ich vergessen. Oh mein Gott, das habe ich komplett vergessen. Ist er jetzt Aggro? Ist das richtig so Prime Wild? Was muss ich tun? Ich bin überfordert. Ich bin leicht überfordert mit der Situation. Ha, ausgewichen, ausgewichen. Ha, du hast vielleicht einen Stein geworfen, aber nicht mit mich. Warum renne ich so langsam? Ah, der hat irgendwie so einen Angriff gemacht, dass ich langsamer renne. Ja, das ist ja hervorragend. Ich wollte eh nicht schnell rennen. Ich mag es eh lieber, wenn Ferrox direkt hinter mir steht. Okay, wann hört er wieder auf? Ah, ist er wieder klein? Ich glaube, er ist wieder klein. Ich sehe ihn nicht mehr. Hallo? Hey, na? Und du bist ja so putzig. Hier, willst du ein Element haben? Das hast du nicht gerechnet, dass ich dir doch was gebe und so dumm bin, ne? Oh mein Gott, wie lange dauert das denn? Nochmal? Hier, nochmal. Komm her. Hier, nimm alles. Der portet einfach nach hinten. Ja, das wird ein langes Ding sein anscheinend. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ja, ich muss lange zähmen. Also ich zähme und renne und zähme und renne. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Da kamen Flying Monkey Minions und haben mich getötet. Direkt nachdem ich die Aufnahme kurz gestoppt habe, weil ich dachte, es passiert sowieso nichts, außer dass ich die ganze Zeit Elemente in diesen Ferrox stopfe. Aber, ja, falsch gedacht. Also, wir merken uns, Affen mögen es nicht besonders gerne, wenn man Ferrox füttert. Warum auch immer. Also, ich weiß nicht, die gönnen denen anscheinend einfach das Essen auch nicht. Aber dann ist das so. Ich glaube, ich steige hier schon mal ab, weil ich habe das ungute Gefühl, hier kommen gleich wieder irgendwelche Monkey Minions und mache irgendwelche doofen Sachen mit mir. Von daher, machen wir das hier kurz, okay? Du hast nichts in der Tasche. So, dann rennen wir da mal so hin und hoffen, dass da nichts neben ist und wir einfach weiter unseren Ferrox zähmen können. Aber ich habe das ungute Gefühl. Sind wir überhaupt richtig? Ich glaube schon, ja, wir sollten richtig sein. So, ich bin so gespannt. Bin ich hier durchgeflüchtet? Ja, hier bin ich, glaube ich, durchgerannt. Da muss eigentlich der Ferox da vorne irgendwo sein. Wünscht mir Glück. Ist er tot? Oh nein, ist er tot? Oh nein, ist er tot? Was ist das? Ferox Item! Egal wo ich hinkomme, da steht nur Ferrox besiegt und das die ganze Zeit, egal wo ich hingehe. Ich habe einfach gar kein Glück, jeder Ferrox stirbt einfach direkt, wenn ich da hinkomme. Ja, ich glaube, wir sind auch gerade alle von einem Tyrannosaurus ausgerottet worden, der Level 1045 ist. Schade, ich habe keine Pfeile dabei. Oh, der wäre doch ganz lecker gewesen eigentlich, aber ja, wie ihr sehen könnt, meine Ferrox-Jagd läuft eher so überhaupt nicht. Egal wo ich hingehe, die sterben. Das ist so schade. Ach man. Vor allem war der richtig low. Das war der lowest level. Ah, nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, ist das hier eine Höhle, wo man nicht rauskommt? Doch, da kommt man raus. Okay. Ich würde gern gegen den Kombi kämpfen, aber nicht so. Ist das irgendwas super gemeines? Das ist ein Pygmy. Ich glaube, wir können uns schnell einmal umdrehen und unseren Bären rauswerfen, oder? Den Kombi. Ah, der ist hinter mir. Ha! Warum? Ah, okay. Hier, du bist dran. Und go. Easy peasy. So. Prime Kibbel, drei Prime Kibbel? Habe ich gerade von einem Kombi drei Prime Kibbel bekommen? Was war das denn für ein super Deal? Vielleicht
Vielleicht sollte es mit den Ferox heute einfach nicht sein und dafür kriegen wir einfach Kibbel geschenkt. Ferox wurde besiegt. Ferox wurde besiegt. Egal wo ich hingehe. Oh, das ist wie ein Copy Prime, aber neben der Mega Araneo. Wollen wir da mal was draufschicken auf die Mega Araneo? Ist das eine super dumme Idee? Ich meine, die hat gerade unsere Ferox geknechtet. Irgendwie habe ich schon Bock auf ein bisschen Rache. Och man, ich bin überall hingeflogen und ich finde einfach keinen Kombi. Wo ist meine Feldflasche? Da. Ey, nein, nicht. So, okay, so. Oder auch Mega Rex. Und da sind ganz viele kleine Spinnen und sowas. Ich glaube, das ist nicht meine beste Idee, die ich je hatte. Aber ich meine, wir sind relativ auf Distanz, Leute, oder? Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Komm. Wahrscheinlich alles. Weil wenn wir schon keinen Ferox bekommen, dann machen wir halt den Move hier. Schnell wieder einpacken, schnell wieder einpacken, schnell wieder einpacken. Haben wir dir gut Schaden gemacht oder eher nicht so? Wir haben dir sogar ein bisschen Schaden gemacht. Geht die jetzt auf uns los? Nee, ne? Nö. Hä? Haben wir da vielleicht eine unerwartete Chance, dass wir unseren ersten mega komisch killen? Also jetzt nicht auf die offiziellste Art und Weise, aber... Ich will unbedingt mal einen Mega killen. Ich habe keinen Plan, ob das gut ist. Kriegen wir da irgendwas Cooles? Hm. Nächste Runde. Neue Runde, neues Glück. Mega Runde. Ist sie tot? Ist sie gerade gestorben? Nee, oder? Ist sie gerade gestorben? Ich bin verwirrt. Wir gucken mal kurz, okay? Ich meine, wir haben eh nur diesen Duidicrus gerade dabei. Rexy, nicht jetzt. Nicht jetzt. Wir haben vielleicht gerade eine Megaspinne gekillt, was ich nicht mal wusste. Dass... Nee, haben wir nicht. Verdammt. Wenn du denkst, du hast was geschafft, aber du hast es gar nicht geschafft. Nee, oh, nicht mal knapp. Oh mein Gott. Hier ist mein Duidicrus noch da. Duidicrus, komm mal her. Angriff. Hallo. Oh, dein Bloodstalker. Oh, dein Bloodstalker. Ist das gut? Ist das gut? Duidicrus, beschütz mich vor dem komischen, bösen Bloodstalker. Heidi, hau ich weiter runter. Hau ich alle runter! Nein, der ist weg! Und dann wird durch die Großes weg. Wie viel Leben hat so ein Bloodstalker mit dir? Ah, der hat ja nicht viel. Okay, dann können wir unser Heini auch rausholen. Du bist dran! Und go! Okay, er ist schon weg, er ist schon weg. Wir haben alles im Griff, Leute. Ich mach mal kurz weiter. Ich will das testen. Okay, die war gerade kurz aggro auf mich. Aber der Bär lebt noch. Okay, keine Sorge, Bär lebt noch. Ich weiß nicht, ob die immer noch aggro auf mich ist. Ich hoffe nicht. Spinne, wie sieht's aus bei dir? Das ist der Minion. Wo ist die Spinne? Die Spinne versteckt sich da immer so gut zwischen den ganzen Steinen. Das ist so nervig. Weil ich glaube, ich habe die schon unter Half-Life, aber wahrscheinlich regeneriert die gerade. Oh, da ist sie. Oh mein Gott. Oh, ja, die regeneriert gerade. Aber die ist echt schon relativ low. Ha, ha, schnell. Neue Runde, neues Glück. Hier, hier, hier. Angriff, Angriff, schnell, bevor die heilt. Oh, hat die mich gesehen? Hat die mich gesehen? Ne, ich glaube nicht. Die ist so dumm. Warum ist die so dumm? Die denkt sich auch immer so, hä, wo kommen jetzt die wieder her? Ja, hier kommen die her, von meinem super Bären. Ich sehe die Spinne nicht mal. Oh, Biene ist nice. Biene ist sehr nice. Ah, da ist die Spinne. Leute, nächste Runde. Rein, rein, alle rein. Oh, der Bär war so sterripp, ne? Der Bär war so sterripp. Wie viel Leben hat die doch? Die kriegt gerade richtig auf den Sack. 100.000. Leute, wir kriegen von dem Mega nicht. Oh, oh, oh. Wo kommt der weg? War der aggro auf mich? Ich habe keine Ahnung. Was war das denn? Oh, warum? Warum? Nein. Ach, jetzt haben wir fast die Spinne down. Jetzt kommt so ein Affe und macht alles kaputt. Oder? Macht er alles kaputt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er macht alles kaputt. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache einfach weiter. Oh Mann, ich bin so dumm, ne? Warum bin ich so dumm? Egal. Egal, das wäre halt so ein Erfolgserlebnis, mal mega zu killen einfach. Warum kommen die schon alle raus? Mach mir gerade Gedanken. Oh, Affe, please. Affe, please. Affe, please. Oh, Affe, please. Ich glaube, ich will... Nein, ich glaube, ich will nicht mehr sein. Oh nein, hier... Warum geht immer alles schief? Warum kann ich einfach meinen Plan aufgehen? Das war so ein großartiger Plan und wir hatten es fast geschafft. Und dann kommt dieser Affe aus dem Nichts. Oh, die ist so low. Nein, wir ziehen durch. Nein, 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 nein. Nein, scheiß auf den Affen, scheiß auf den Affen, scheiß auf alles. Nein. Da.
Angriff, Angriff, Angriff. Schnell, 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 ich schaff das. Schnell, ich muss raus. Ich muss weg. Ihr macht das, ihr macht das. Ja, 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 ja. Spinne tot? Megaspinne wurde besiegt. Natürlich ist sie tot. Oh, warum fliegt hier ein Bär hoch? Das hat mir gerade Angst gemacht. Okay. Kommen wir an den Lootball, ohne gerackt zu werden. Wo kommst du jetzt her, Bruder? Ja, ja, oh, ich hab noch Bienen, ich hab noch Bienen, ich hab noch Bienen. Wo ist die Tasche? Weil der Affe hat Aggressionsprobleme, ne? Der wirft Steine gegen Steine, irgendwie. Ja, da werde ich wohl ein bisschen länger suchen müssen. Oh mein Gott, das gefällt mir gar nicht. Okay, tatsächlich muss ich dich mal eine Tasche suchen. Nämlich ist hier die Spinne. Oh nein, Affe, warum läufst du genau hierher? Muss das denn sein? Ah, ich habe mich so erschrocken. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Ich war gerade im Inventar und konnte nicht sehen, was es ist. Aber wir gehen da so wieder hin. Ist mir egal. Junge, der Affe hat gerade direkt einen Stein nach oben geworfen, als ich entgegengeflogen kam. Was hat der denn? Oh, der ist noch mies aggro. Der ist noch mies aggro. Okay. Schnell den hier einstecken, würde ich sagen. Und dann einfach wieder rein in die Olga. Ah, schnell einstecken ist so eine Sache, wenn man boostet ist. So. Go. Das ist jetzt Speedrun. Mega Spinnen-Loot Speedrun. Ohne vom Affen gekillt zu werden. Go, 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 go. Affe, guck mich nicht an, guck mich nicht an. Ich bin unsichtbar. Du siehst hier rein gar nichts. Mein Loot. Mein Loot. Ich habe keine Ahnung, ob sich das gelohnt hat. Wir gehen nach Hause und gucken. So, da sind wir wieder in der Base. Das war ein Abenteuer. Holy shit, war das ein Abenteuer. Aber wir haben es irgendwann wieder heile nach Hause geschafft. Den Chibi wollte ich vorhin schon ausprobieren und habe das nicht gemacht. So, das machen wir jetzt. Was habe ich bekommen? Den Mantis-Sattel, den wir brauchten. Als ob. Als ob? Wie, besser geht's ja gar nicht. Oh mein Gott, als wenn ich das im Gefühl gehabt hätte. Dann Raptor-Arm macht mega viel Sinn. Alpha Agentavis Claw. Ich habe keine Ahnung. Turkey-Feder. Also alles, was wir irgendwie nicht brauchen. Und ein Pinkmi-Summoner. Hey, Kairuku. Freut, dass du in der Family bist. Hier, da. Werf dich in die Ecke, Bruder. Jetzt habe ich fast Bock, noch den Mantis mal eben zu testen. Mit dem Angriff. Der Mantis steht da noch draußen? Ich glaube, der steht noch draußen. Ist der Ex-Angriff wohl irgendwie was, was sich lohnt einzusetzen? Wir werden es jetzt sehen, Leute. Sattel drauf. Diesen super duper neuen Super-Sattel. Und jetzt gehen wir mal kurz nach draußen und testen das. Das ist ja so stumpf. Was ist das für ein Zufall? Wir machen heute den Mantis und kriegen so einen Mantis-Sattel von der Spinne, die wir einfach mal so angegriffen haben. X. Ist das das mit den Gift-Dingern? Und das Spawn der Ancients. David Spawn der Ancients. Nice. Cooldown to finish. Aber macht das Damage? Das macht Damage. Ja, ja. Der schießt echt diese Giftpfeile damit. Oh, das macht keinen schlechten Schaden. Nice. Oh mein Gott, das ist so cool. Und wir haben jetzt die Ancients zum Spawnen. Sehr gut. Aber da würde ich sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag. Und tschüssi.